Hallo, mein Name ist Katja Meyer. Oft werde ich gefragt, was die Essenz von Nachhaltigkeit ist. In erster Linie Verantwortung. Wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Als Unternehmer haben wir die Verantwortung und wir sollten sie als Chance betrachten, im ganz eigenen unternehmerischen Kontext Sinn zu stiften und zu gestalten. Verantwortung ist ein kulturell aufgeladener Begriff. Für wen oder was sind oder fühlen wir uns verantwortlich? Wo fängt Verantwortung an? Wo hört sie auf? Die damit verbundenen Erwartungshaltungen und das eigene Selbstverständnis variieren und hängen von unserer Sozialisierung und unserem kulturellen Hintergrund ab. In den 90er, 70er Jahren vertrat der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman noch vehement die Meinung, the social responsibility of business is to increase its profits. Diese Aussage stieß schon damals auf Kritik. Heute ist sie überholt. Und trotzdem tun wir uns schwer, wirtschaftliche Verantwortung zu tragen, also für Wachstum, Umsatz und Rendite zu sorgen, betrachten wir als selbstverständlich und verpflichtend. Anderes gilt für unsere soziale und ökologische Verantwortung. Zu lange haben wir das System Unternehmen als einfaches System betrachtet, begrenzt auf das unmittelbare Umfeld zwischen Lieferanten und Kunden. Der Ruf nach Nachhaltigkeit fordert aber viel mehr. Er fordert eine Solidarität zwischen diesen Systemen. Und diese Solidarität bringt gesellschaftliche Akzeptanz hervor für das unternehmerische Tun. Dadurch entsteht ein neues Konzept, das sogenannte B2S-Konzept oder Business to Society. Welchen Mehrwert erzeugt mein Unternehmen? Welchen systemischen Beitrag leistet es? Welcher Shared Value entsteht? Und diese Betriebslizenz, License to Operate, muss hart erarbeitet werden. Und am besten schaffen wir das als Unternehmen, wenn wir uns im Bereich der Sustainable Development Goals engagieren und auch unsere Produkte und unsere Dienstleistungen im Sinne des Pariser Klimaabkommens ausgestalten, um die Erderwärmung weit unter 2 Grad zu halten. Das ist ethisch verpflichtend, systemisch absolut erforderlich und technisch möglich. Deshalb sollten wir Verantwortung als Chance betrachten. Im eigenen Kontext in unserem Unternehmen Sinn zu stiften und zu gestalten, um die Welt emissionsarmer zu verändern. Weil there is no planet B.